Moin. Schön, dass du den Weg zu meinem Kanal gefunden hast. Mein Name ist Gabriele Sinzi-Friese. Ich gehöre zur Handfärberei Wohlrolicker und freue mich, jetzt verdopple ich mich, blöde Ansage. Schön, dass du da bist. Ich habe verschiedene Sachen vorbereitet. Ein kleines bisschen kannst du sehen, falls du das erste Mal da bist. Dies ist ein Handarbeitspodcast. Hauptsächlich geht es hier um Stricken, verschiedene Strickprojekte und natürlich um die Handfärberei. So, als allererstes zeige ich euch die Färbungen von letzter Woche. Die sind am Samstag in den Shop gewandelt. Ich habe die Soft gefärbt. Die sind quasi mal ordentlich hinlegen. Die sind quasi alle in den Shop gewandelt. Ich habe die graue Maus nachgefärbt, auch in dieser Qualität. Gelbes Sommersprossengelb in hell, die gibt es auch noch in einem dunkleren Gelb im Shop. Die Sommersprossen Rosé oder Rosa und die blauen Sommersprossen. Ich halte ich mal die Sommersprossen Rosa ein bisschen dichter in die Kamera. Das ist ein ganz zartes Rosa im Hintergrund und da drauf habe ich grau, ganz feine graue Speckles gefärbt mit noch so ein paar kleinen anderen passenden Tönen. Dann habe ich die Soft, das ist ja ein Single Garn mit 400 Meter Lauflänge, super Wash ausgerüstet. Die habe ich noch in der Worsted Qualität, das wären dann 200 Meter Lauflänge. Die habe ich ebenfalls gefärbt mit der grauen Maus. Dann hatte ich ja mit Mr. Wohlrolicker zusammen am 28.12. Geburtstag. Da war ich färben im Laden und habe eine Geburtstagsfärbung gemacht. Die ist unter dem Namen Happy Birthday in den Shop gewandert. Dann gibt es Jeans hell und graue Sommersprossen. Und dann gibt es Jeans und das Wölkchen Jeans. Wenn du jetzt nicht in Single-Qualität und in einem und mit einem Garn stricken möchtest in der Worsted-Qualität, findest du diese Färbungen in vielen anderen Qualitäten auch. Auch beispielsweise in Sockenwollqualität. Dann habe ich natürlich in der Qualität 400 Meter in der Qualität Moin Moin, muss den Satz schon zu Ende reden, nicht nur denken, in der Qualität Moin Moin, 400 Meter, da ist ein bisschen Bambus, ein bisschen Viskose mit drin, Bambus, und zwar 60% Wolle, Schurwolle, 25% Viskose, Bambus und 15% Poly. Habe ich die graue Maus gefärbt und dann ein, wie ich finde, wunderschönes Blau. Das habe ich Kapitän genannt. Und hier von dieser Färbung Herzkirschen habe ich das genannt. Sind schon ein paar durch die Social Medien gewandert, weil ich dies war eine Auftragsfärbung, weil mir die selber so gut gefallen hat, habe ich dann nochmal hinterhergelegt. Hier ist der Hintergrund weiß, also hinter, nicht hinter meinem petrolfarbenen Shirt. Die beiden finde ich persönlich passen sehr gut zusammen. Das ist Pink Lovers und die Herzkirschen. Findet ihr alles im Shop. Ich meine auch auswendig in anderen Qualitäten. Pink Lovers gibt es auf alle Fälle ganz normale Sockenwollqualität. Pink Lovers gibt es in Sockenwollqualität. Müsstest du mal schauen unter Wollaholiker Basic, also die Basic Sockenwolle. Und die Herzkirschen müssten auch da sein.
falls ich jetzt nicht so ein Kurzzeitgedächtnis habe, dass es mir sofort entfällt. Ich habe, am Samstag war ich im Laden, ich habe ja ein Ladenlokal, eine Handfärberei in der Haftstraße 25 in Bremerhaven. Vorne ist ein kleines Ladenlokal und im rückwärtigen Bereich ist meine Färbeküche. Also habe ich während den Ladenöffnungszeiten gefärbt. Ein Teil der Färbungen hängt im Laden. Ein Teil habe ich mitgebracht, weil da einfach alle Wäscheständer voll waren. Beispielsweise habe ich ein bisschen mehr auf diese Seite, habe ich das da gefärbt. Das ist eine, ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben versucht an ein bisschen Tweedgarn. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Und den kleinen bunten Nupsis finde ich ganz wunderschön. Das sind so kleine gelbe, keine Ahnung, orangefarbene, dunkelblaue, ein bisschen rot. Habe ich gefärbt in vielen unterschiedlichen Farben. Jetzt hier bei mir im Haus habe ich nur die hellblauen und zwei verschiedene Rosé-Töne. Ein bisschen ruhig halten. Vielleicht kannst du, wenn du dir das Video anschaust, vielleicht kannst du das auf dem Fernseher besser sehen. Ist auf alle Fälle Tweedgarn. Habe ich gefärbt. Freue ich mich schon drauf. Weil, jetzt schwenke ich zum nächsten Thema, weil nämlich, es gibt eine neue Aktion in der Wolleholiker-Gruppe auf Facebook. Ich verlinke sie dir unten in der Infobox. Die Idee stammt von Astrid und Sigrid, also nicht von mir. Die beiden hatten beschlossen, sie stricken in diesem Jahr, in diesem Jahr 2019 jeden Monat eine Socke. Es gibt auch einen Hashtag, auswendig meine ich zu wissen, Monatssocken auf Instagram, falls du da suchen möchtest. Also jeden Monat eine Socken, ein paar Socken. Ich habe meine Monatssocken für Januar schon fertig gestrickt. Ja, es war eine kurze Nacht. Ich habe nämlich, glaube ich, so gegen halb zwei, kurz nach halb zwei, erst das Licht ausgemacht. Jedenfalls, ich muss nochmal den Schwenk zurück machen, das mit diesem Tweedgarn, das ist ja normales Sockengarn, nur mit Tweed kann man nicht nur Pullover stricken oder Jacken oder Tücher, weil es, obwohl es Sockengarn ist, richtig schön weich ist. Nein, damit kann man auch Socken stricken. Somit ist ab nächstes Wochenende, wenn wir es zeitlich schaffen, genügend ausreichend neues Futter im Wolleholiker Shop. Den verlinke ich diesmal auch wieder. Ja, meine Monatssocken Januar sind die da. Ich habe immer noch nicht die Färbung rausgesucht. Also ganz fertig sind sie noch nicht. Ihr seht, ich habe es noch nicht vernäht. Das sind meine Monatssocken für Januar. Heute ist der... Ach guck, heute ist der 6. Januar, ist ja in vielen Bundesländern ein Feiertag, Heilige Drei Könige. Also, das sind meine Monatssocken Januar. Ich werde ordentlich, wie ich bin, die Fäden vernähen. Ich hoffe, sie bleiben nicht allzu lange liegen. Also ich werde die Fäden vernähen, die Socken waschen und dann spannen. Und dann werde ich in meinem Sockenalbum Gabriele in der Facebook-Gruppe ordentlich ein Foto abgeben. So, Monatssocken erledigt, 6. Januar, ich bin gut in der Zeit. Ja, ich habe schon, also ich habe mir länger überlegt, ob ich da jetzt dann auch mitmachen soll bei den Mädels und dann habe ich gedacht, ach ja, und dann, keine Ahnung, dann hing es halt hinterher oder du lässt einfach 2-3 Monate ausfallen, dann ist es so, dann hast halt keine, ich weiß nicht, Juni, Juli, August, September Socken, sondern nur bis April und dann steigst halt im Oktober wieder ein. Alles ist okay, keiner wird sich aufregen, ich mich auch nicht. Ich habe mir aber schon rausgesucht, die Februarsocken
zurechtlegen kann ich das ja mal. Das ist übrigens ein wilder Matrose. Wilde Matrosen findest du auch im Woloholika-Shop. Wobei, da mag ich gerne noch ein bisschen mehr übrig behalten. Die Socken werde ich für mich stricken. Für Mr. Woloholika halte ich das dann doch etwas sehr gewagt. Ich weiß, du schaust dir das an. Vielleicht kannst du mir später sagen, Thorsten, ob du gerne pink-neongrüne Socken haben möchtest. Also, ich habe noch einen Strang im Laden und im Shop sind bestimmt auch welche, auch viele andere. Also, wilde Matrosen findet ihr im Online-Shop. Ich habe die halt so ausgerechnet, dass wenn man Herrensocken strickt, die richtig schön breit wildern. Und wenn die Socke immer kleiner wird, dann werden das eher so Kringel. Finde ich aber auch ganz lustig. Genau, und damit, weil ich da ein bisschen übrig behalten möchte, werde ich in diesem passenden Lila, das ist ein ganz hartes Lila, Industriewolle, Bündchen, die Ferse und die Spitze stricken. So, das ist das, was ich machen möchte. Und wenn ich es nicht wieder vergesse, werde ich vielleicht mal eine Socke stricken. Das versuche ich nämlich schon länger. Ne, mal eine Socke stricken, bei der ich die Ferse nachträglich einstricken möchte. Das habe ich mir jetzt schon, oder seit 2017 oder so, nehme ich mir das ewig und 3 Tage vor. Strick dann immer und merke dann immer, wenn die erste Ferse drin ist und vom Fußteil schon wieder so ein Stück gestrickt ist, ach Mist, jetzt habe ich schon wieder die Ferse gestrickt. Dabei wollte ich die doch anschließend einstricken. Also ich habe ich mir zu diesem Thema mehrere Videos hier auf YouTube angeschaut. Anscheinend ist es so, dass man da wohl am praktischsten einen Hilfsfaden über die 2 hintere Nadeln einzieht, die Socke einfach weiter geradeaus strickt, vorne die Spitze und dann den Hilfsfaden rauszieht und dabei die ganzen Maschen auffädelt und ganz normal die Ferse strickt und dann die. Aha, jetzt kommt der Punkt, wo ich merke, den habe ich mir noch nicht länger überlegt. Dann müsste ich die Ferse oben dran nähen oder mit dran verstricken. Okay, soweit habe ich die Videos nie angeschaut. Muss ich noch mal machen, aber auf alle Fälle möchte ich unbedingt in diesem Jahr meinen Plan umsetzen und die Ferse nachträglich einstricken. Ja, und dann hatten wir ja letztes Wochenende neue Färbungen in den Shop gestellt, neue Standardfärbungen für das Jahr 2019. Da hatte ich ein Probeläppchen gestrickt. Da bin ich auch ein Stück weiter gekommen. Vielleicht wird dieses Jahr mein Sockenjahr. Mal schauen. Ich glaube, die habe ich letzte Woche, ich habe da leider nichts reingehängt, letzte Woche schon komplett in die Kamera gehalten. Das ist die Färbung Grawberry. Die Färbung Grawberry. Ich stricke meine Socken ja, oder meistens stricke ich 2 rechts, 2 Linksbündchen. Die Fischlips Kiss Heel und die Sternchenspitze. Oder im Moment, glaube ich, habe Jahre nur Käppchenfersen gestrickt und dann irgendwann habe ich Jojo-Ferse gestrickt und das wieder aufgegeben, weil ich immer Löcher drin hatte. Dann bin ich wieder zurück auf die ganz normale Standard-Käppchenferse. Die kann ich im Schlaf hoch und runter. Dann hatte ich mich mit dieser Fischlips Kiss Heel beschäftigt, vor allem, weil ich den Namen so geil fand. Sieh da, da habe ich aber keine Löcher, Gott sei Dank. Was ich aber noch nicht probiert habe und unbedingt mal probieren möchte, ist diese Crazy sowieso Ferse Shadow Wrap. Shadow Wrap. Die möchte ich auch gern mal stricken. Jedenfalls bin ich an meiner zweiten Socke. Ah, so ist das besser wegen dem Licht. An meiner zweiten Socke schon über die Ferse drüber, fehlt also nimmer viel. Die werde ich locker auch diesen Monat schaffen. Vielleicht habe ich die ja schon nächste Woche fertig, weil ich ja mit meinen Februarsocken
muss ich ja warten mit dem Anstricken auf den 1. Februar. Jawohl, ja, das war das. Dann habe ich noch was gestrickt, und zwar hatte ich ja erzählt, habe ich ja diesen Komfort-Kali gestrickt, den muss ich immer noch waschen, damit ich weiß, ob ich an den Ärmeln noch mal was dran stricke. Hatte ich mit den Resten, habe ich ein RVO begonnen. Da habe ich inzwischen die Ärmel, naja, also die Ärmel abtrennen können und bin da jetzt soweit. Wir werden sehen, strickt sich ganz lustig, ist aus einem So Faded Paket im Internet, verschiedene So Faded Pakete mit verschiedenen Farben findet ihr da online. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Und zwar, ich habe da noch was hingerichtet. So, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich habe früher mal Häkelschmuck gemacht, also Textilschmuck. Bei meiner Umräumaktion bin ich über ein paar Dinge gestolpert. Die sind jetzt alle getragen. Warte mal. Guckt mal. Habe ich immer so kleine Röschen gehäkelt. So. Mit Baumwollgarn, kleinen, ich weiß nicht, ob ihr das seht, mit so kleinen Blütenblättern. Hier nochmal die ganze Variante mit einer roten Rose und schwarz unten. Dann habe ich, also passend zu jedem Kleidungsstück, hatte ich geile Ringe, Häkelringe. Das ist ein kleines Schmuckkissen mit Perlen. In grün, bin wahrscheinlich zu schnell, in grün, und dann hier noch eine Variante, ah, das muss ich unbedingt waschen, in hellblau, mit kleinen glitzernden Rockeils hier drin. Und das war mein, ist ein kleines Glöckchen dran, das war mein Weihnachtsring, natürlich in rot, mit so einem kleinen Glöckchen. Ja, der Vorteil von Textilschmuck oder von Häkelringen, da hatte ich auch Halsketten. Mal gucken, wenn ich jetzt weiter hier runterräume in meinen neuen Kreativraum hier, wird bestimmt noch das eine oder andere rauskommen, ist halt, die sind, der Türkisne ist wirklich nicht mehr richtig sauber. Steckt man einfach in einen kleinen Wäschesack und ab damit in die Waschmaschine. Passiert nichts. Sollte mal der Ring ein bisschen ausgeleiert sein durchs Tragen, schnurrt der nach dem Waschen wieder zusammen. Ab damit auf die Wäscheleine, habe ich immer so dran gepinnt. Und der Schmuck ist wieder sauber und tragbar. Und für Allergiker unbedingt geeignet. Ja, das hatte ich noch hingerichtet. Dann habe ich eine ganze Zeit lang auch noch, ja, um Tücher zuzumachen oder auf Taschen oder so, so kleine gehäkelte oder gestrickte Broschen. Das ist jetzt auch eine Rose. Habe ich hinten eine ganz einfache Sicherheitsnadel, fällt mir das Wort Sicherheitsnadel nicht ein. Und noch eine andere gestrickte Brosche. Im Trio sieht das ganz niedlich aus. Ja, das wollte ich euch noch zeigen. So, das war es auch schon. Hinter mir könnt ihr sehen, das war letztes Mal noch nicht da. Hinter mir, da habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet, so für die Monatssocke in der Bololika-Gruppe. Bisschen rausgesucht. Ja, mal gucken. Also, die Farbe hat auf alle Fälle total Spaß gemacht. Jetzt in diesem hier ist, also ich weiß, in anderen Teilen Deutschlands gibt es Schnee und schneit hier an der Küste, an der Nordsee. Wir wohnen 4 Kilometer vom Deich weg, ist es leider so. Den ganzen Tag, die ganzen Tage Wind,
grau, nass und dieser kleine Nieselfitzelregen, eigentlich kannst du dich da im Ganzkörper Regenschirmkondom anziehen, dass du nicht nass wirst, weil das kriecht wirklich überall rein, weil die Luft total nass ist. Hat Spaß gemacht zu stricken, schon wegen der Farbe. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich habe nicht vergessen, dass ich einen Jahresrückblick und einen Jahresausblick, muss ich mal die Brille runtersetzen, ich habe nicht vergessen, dass ich einen Jahresrückblick und einen Jahresausblick-Video drehen wollte, aber ich war mit Monatssockenstricken beschäftigt und umräumen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Falls du mich heute schon siehst, wünsche ich dir einen richtig schönen, angenehmen, restlichen Sonntag. Ganz viel Strickzeit in der kommenden Woche. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.